Folter bei uns im Mittelalter war nicht das gleiche gewesen, wie das vielleicht heute in Kriegs- oder Krisengebieten der Fall ist, wo einfach Schmerzen zugefügt werden, bis der Verdächtige alles zugibt, was man von ihm erwartet. Bei uns war das etwas anders gewesen. Da ist ein religiöser Hintergrund dahinter gestanden. Man hat das Gefühl, wenn jemand etwas ausgefressen hat, dann ist das nicht selber. Also ist nicht selber auf die Idee gekommen, sondern es ist ein böser Geist in ihn eingeflossen und hat ihn zu dieser Schandtat verführt. Mit der Folter hat man das Gefühl, können wir den bösen Geist wieder aus dem Körper raustreiben. Um den bösen Geist aus dem Körper zu treiben, hatten wir ein spezielles Instrument. Wenn man jemandem Schmerzen zufügt, dann beißt er instinktiv die Zähne zusammen und der böse Geist findet gar keinen Ausgang mehr. Mit diesem Gerät, das ist ein Folterbier, also mehr oder weniger ein Maulspreiztöbel, den haben wir also ins Maul eingeführt und konnten dann nachher so auseinandertreiben. Hat einem das Maul dermaßen auseinandergerissen, dass dann der böse Geist durch die Flügel entfliehen konnte. Der Henker, der ist in der Geschichtsschreibung ist das ziemlich umgangen worden. Also man hat die wichtige Person eigentlich nahezu vergessen. Oder? Und ich möchte, dass die wichtige Person in der Geschichte wieder ins Tageslicht zurückholen. Ich möchte zeigen, was da wirklich passiert ist. Also ein Henker, das ist mir nicht wert. Also niemand wegen einer Lehrstelle, wie man einen Henker fragen, das war in erster Linie eine Strafe gewesen. Das waren Ausgestoßene, eigentlich arme Teufel, die dazu verurteilt worden sind, diesen schrecklichen Beruf zu machen. Die sind sehr eingeschränkt im täglichen Leben, hat also nicht machen, was er wollte. Hat zum Beispiel, wenn er in ein Restaurant wollte, hat er zuerst müssen am Fenster klopfen und wenn der Wirt rauskam, ist fragen, ob er überhaupt etwas trinken darf. Der ist rein, hat alle Gäste gefragt und wenn nur einer etwas dagegen hatte, hat er nicht rein dürfen. Wenn niemand etwas dagegen hatte, hat er zwar rein können, hat aber an einem separaten Tisch sitzen, auch weg von den anderen Leuten, im dunkelsten und zogigsten Ecken der Beiz.